ziemlich genau 20 Jahren haben wir einen Film über das hier gemacht. Die Aufreißdose. War damals noch ziemlich neu und man hielt die praktische Aufreißdose für eine gute Sache. Ist sie im Prinzip auch, wenn man vernünftig damit umgeht. Aber jetzt erstmal die Geschichte, wie so eine Dose gemacht wird. Weißblech. Diese Maschine passiert etwas mit dem Maisblech, was man normalerweise nicht sehen kann. Wir zeigen euch jetzt, was man nicht sehen kann. Runde Scheibe ausschneiden, draufdrücken, es wird vertieft und so kommt's raus. Und was passiert in dieser Maschine, was man nicht sehen kann? Stanze drückt rein. Das Ding wird länger und noch länger und noch länger. Und so kommt's raus. Und was passiert in dieser Maschine, was man natürlich auch wieder nicht sehen kann? Abschneiden auf die richtige Länge. Weiße Lackfarbe. Was passiert in dieser Maschine, was man natürlich auch wieder nicht sehen kann? Die Dose wird im Vorbeilaufen weiß lackiert. Hier drin wird die Farbe getrocknet. Und was passiert in dieser Maschine? Kann man natürlich auch wieder nicht sehen. Die weiße Dose wird im Vorbeifahren mit 4 Farben bedruckt. Natürlich viel schöner, als wir das jetzt hier gemacht haben. Das sind solche Dosen, die in dieser Maschine bedruckt worden sind. Was passiert in dieser Maschine, was man auch wieder nicht sehen kann? Blechstreifen, Deckelform ausstanzen, das ist der Abfall. Und was passiert in dieser Maschine, was man natürlich auch nicht sehen kann, weil es so schnell geht? In den Deckelrand kommt eine Gummidichtung. Was macht diese Maschine, was man natürlich auch wieder nicht sehen kann? Blechstreifen nehmen, Loch reinstanzen,
Ringform ausstanzen, Ring umbiegen. Das ist der Abfall. Deckel nehmen. Schrift in den Deckel stanzen. Ring auf den Deckel nieten. So kommt's raus. Was macht diese Maschine, was man auch nicht sieht? Bier in die leeren Dosen füllen. Und was macht diese Maschine, was man natürlich auch wieder nicht sehen kann, ist ja klar. Deckel drauf. Im Prinzip eine gute Sache, wenn man vernünftig damit umgeht, habe ich eben gesagt. In den letzten paar Minuten sind wir von da hinten, wo der Stock steht, losgezogen und haben auf dem Weg bis hierhin, das sind vielleicht 100 Meter, 136 solcher weggeworfener Aufreißdosen eingesammelt. Also wenn euch dazu mal was einfällt, wie man es hinkriegt, dass nicht jeder seinen Mist in die Landschaft schmeißt, sagt's nicht mir, sagt's weiter. Denn das Zeug kann man wiederverwenden. Nur einfach so weggeworfen nützt niemandem und sieht dazu noch, entschuldigt schon, beschissen aus. So, das war's wieder mal. Diesmal vom Buchstaben A2. Wenn ihr mal wieder was wissen wollt, wie das geht, wie das funktioniert oder so, schaut da mal nach, ob ihr was findet beim entsprechenden Buchstaben in unserer Bibliothek der Sachgeschichten. Nur echt, weil aus der Sendung mit der Maus ist ja klar. Also, tschüss, bis dann, euer Armin. Na? 7. Nummer 7. 14 sind schon 150 Stück. Weiße Lackfarbe. Was passiert in dieser Maschine, was man natürlich auch wieder nicht sehen kann? Die Dose wird im Vorbeilaufen weiß lackiert. Hier drin wird die Farbe getrocknet. Und was passiert in dieser Maschine? Kann man natürlich auch wieder nicht sehen. Die weiße Dose wird im Vorbeifahren mit 4 Farben bedruckt. Natürlich viel schöner, als wir das jetzt hier gemacht haben. Das sind solche Dosen, die in dieser Maschine bedruckt worden sind. Was passiert in dieser Maschine, was man auch wieder nicht sehen kann? Blechstreifen. Deckelform ausstanzen. Das ist der Abfall. Was passiert in dieser Maschine, was man natürlich auch nicht sehen kann, weil es so schnell geht? In den Deckelrand kommt eine Gummidichtung.
was macht diese Maschine, was man natürlich auch wieder nicht sehen kann. Blechstreifen nehmen, Loch reinstanzen, Ringform ausstanzen, Ring umbiegen. Das ist der Abfall. Deckel nehmen. Und was passiert in dieser Maschine, was man natürlich auch wieder nicht sehen kann? Abschneiden auf die richtige Länge. Weiße Lackfarbe. Und was passiert in dieser Maschine, was man natürlich auch wieder nicht sehen kann? Die Dose wird im Vorbeilaufen weiß lackiert. Hier drin wird die Farbe getrocknet. Und was passiert in dieser Maschine? Kann man natürlich auch wieder nicht sehen. Die weiße Dose wird im Vorbeifahren mit 4 Farben bedruckt. Natürlich viel schöner, als wir das jetzt hier gemacht haben. Das sind solche Dosen, die in dieser Maschine bedruckt worden sind. Was passiert in dieser Maschine, was man auch wieder nicht sehen kann? Blechstreifen. Deckelform ausstanzen. Das ist der Abfall. Und was passiert in dieser Maschine, was man natürlich auch nicht sehen kann, weil es so schnell geht? In den Deckelrand kommt eine Gummidichtung.